Herzlich willkommen erneut bei Austriathlon TV zu einer weiteren Produktion. Wir starten das Jahr 2015 mit der ersten österreichischen Meisterschaft, ausgetragen im Wintertriathlon, genauer gesagt in Zeltweg in der Steiermark. Dort im Sportzentrum herrschten optimale Bedingungen, um ein Umfeld zu schaffen, das eine österreichische Meisterschaft bzw. Staatsmeisterschaft im Wintertriathlon, auch bei wenig Schnee, der zu diesem Zeitpunkt in Österreich vorhanden war, zur Durchführung gelangen konnte. Wir sehen hier die Jugendlichen und Junioren, die den Auftakt zu einem Flutlichtrennen, zu einer Flutlichtpremiere machten. Erstmals wurde eine Staatsmeisterschaft im Rahmen des österreichischen Triathlonverbandes bei Flutlicht ausgetragen. Hier die Führende bei den Damen zu sehen, Beatrice Weiß vom HSV Triathlon Kärnten. Es galt zuerst den Laufbewerb zu absolvieren, anschließend mit dem Mountainbike einige Runden auf leider einer schneefreien Strecke zurückzulegen und schlussendlich den Langlaufsplit zu absolvieren. Der schnellste bei den Herren mit der Startnummer 9, Felix Gall vom RC Figaro Sparkasse Lienz mit 42,35 und die schnellste bei den Damen, wie gesagt, Beatrice Weiß vom HSV Triathlon Kärnten. Hier die Besten bei den Jugendlichen und Junioren, ehe es im Anschluss an den Sprintbewerb für die Erwachsenen, für die Klassen U23 und älter. Darum ging die Meistermedaillen in diesem Jahr, die ersten Meistermedaillen des Jahres 2015 zu vergeben. Wir sehen hier die Vorbereitungen. Silvio Wiltschnick, der Staatsmeister des Vorjahres, hier beim Check-in in der Wechselzone. Nathalie Pirli sehen wir hier eine der möglichen Medaillenkandidatinnen bei den Damen und die große Favoritin, einmal mehr Romana Slavinec, die Steirerin, könnte im Rahmen dieses Meisterschaftsrennen ihren insgesamt 6. Titel holen. Alex Frühwirth haben wir hier auch bei der Vorbereitung gesehen und pünktlich um 18.15 Uhr ging es dann für über 100 Athletinnen und Athleten auf die Strecke. Zuerst galt es, 4 Laufrunden zurückzulegen, ehe es dann auch für jene knapp 100 Damen und Herren auf die Mountainbike-Strecke gehen und der abschließende Langlaufbewerb dann am Programm stand. Die Strecke rund um das Sportzentrum in Zeltweg, hier ja eine Kunstschneeanlage, die genutzt werden kann, Sportstadt Zeltweg hier sehr innovativ und dadurch war es eben auch möglich, diese Staatsmeisterschaft in eigentlich einer Region, wo momentan auch kein Schnee im Tal liegt, diese doch auch auf Schnee durchführen zu können. Wir sehen hier die Verfolgergruppe. Herwig Reubichler sollte im Laufe des Rennens noch auf sich aufmerksam machen. Uli Katzer haben wir hier gesehen. Alexander Frühwirth mit der Nummer 82, einer der Mitfavoriten auch auf eine der Staatsmeisterschaftsmedaillen. Und vorne an der Spitze mit der Nummer 13, Silvio Wiltschnick, der Mann, der die Pace vorgab. Christian Grilic, Nachwuchsathlet, der in der U23 am Start ist, genauso wie Marcel Bachtoy. Zwei junge Burschen, die hier mit dem Silvio Wiltschnick an der Spitze das Tempo bestimmten. Die Verfolgergruppe wiederum noch dicht zusammen. Hier auch die Startnummer 24 kurz zu sehen gewesen. Gernot Grillmeier, er sollte im Verlauf des Rennens noch für Schlagzeilen sorgen. Die Nummer 56 bei den Damen in Führung Romana Slavinec. Sie war von Beginn an die stärkste im Feld bei den Damen, während die Herren nach der Laufdisziplin nun die Laufschuhe wechselten gegen die Mountainbike-Schuhe und das Mountainbike. Helm natürlich Pflicht, keine Frage. Und dann ging es raus auf die Mountainbike-Strecke, auch mit Flutlicht ausgestattet. Zwar teilweise am unteren Limit, was die Flutlichtausleuchtung betraf, aber die Athleten kamen sehr gut damit zurecht. Einziger Leidtragender an diesem Tag, Silvio Wiltschnick, er stürzte auf der Mountainbike-Strecke, konnte das Rennen nicht fortsetzen und somit war nach dem Mountainbiken der Führende Marcel Bachtoy, ja vom Verein Sport am Wörthersee, bestimmte nach dem Ausfall von Silvio Wiltschnick das Rennen bei den Herren an der Spitze. Und er war es dann, wie gesagt, der als erster vom Mountainbike-Split von den 9 Mountainbike-Runden zurückkam. Auf Platz 2, in der Zwischenzeit nach vorne geschoben, die Startnummer 24, Gernot Grillmeier. Er kommt vom Artus Knittelfeld, also ein nahezu Lokalmatador, der hier
mit der Nummer 24 im Moment auf Platz 2 liegend zum abschließenden Wechsel kam. Dritter, Herwig Reubichler. Er trägt die Startnummer 32, kommt vom Sportunion Tristyria, einem sehr, sehr erfolgreichen, engagierten steirischen Verein, der im Laufe dieses Rennnachmittags oder Rennabends für viele, viele Medaillen für die Sportunion Tristyria sorgen sollte. Der Führende, Marcel Bachtoy, mit der Nummer 33, war es dann auch, der das Langlaufen als erster in Angriff nahm, also auch ein gelungener Wechsel für den jungen Kärntner. Aber das Langlaufen nicht seine Paradedisziplin, er ist schon eher zu Hause, die Startnummer 24. Gerhard Grillmeier hatte knapp eine Minute Rückstand zu diesem Zeitpunkt und daran sollte er Runde für Runde knappern. Insgesamt 7 Langlaufrunden waren zu absolvieren. Und der Gerhard Grillmeier war es, der sich auch dann in der Folge noch an Marcel Bachtoy herankämpfen sollte und vorbeilaufen sollte. Mit der Nummer 32, Herwig Reubichler, dicht gefolgt von Alexander Frühwirth, dass die beiden auf den Plätzen im Moment 3 und 4 bei den Herren. Und der zu diesem Zeitpunkt schon führende Steirer mit der Startnummer 24, Gernot Grillmeier, ja wie gesagt von Arthus Knittelfeld. Und es war dann auch in der Folge so, dass sich Herwig Reubichler noch vorbeischieben konnte an Marcel Bachtoy, den wir hier sehen mit der Nummer 33. Tief auch hier schon der Untergrund für die Langläufer. Und somit hatte der Marcel natürlich auch entsprechend zu kämpfen. Hier die Nummer 24, Gernot Grillmeier, der Mann in Führung. Bei den Damen souverän die Startnummer 56, Romana Slavinec an der Spitze des Feldes. Und wir sehen hier den Zieleinlauf des erstmaligen neuen Staatsmeisters, in dem Fall Gernot Grillmeier von Arthus Knittelfeld. Er siegte schlussendlich in 1:16:25 ganz, ganz knapp das Rennen bei den Herren. Nur 13 Sekunden dahinter von der SU Tristyria Herwig Reubichler. Den sehen wir hier, er auf Platz 2. Und dahinter sehen wir auch schon den drittplatzierten Alexander Frühwirth von UEC Sparkasse Langenlois. Er wiederum mit 1:16:47 nur 22 Sekunden hinter der Spitze, also die ersten drei nur durch 22 Sekunden nach einem spannenden Rennen getrennt. Gerhard Grillmeier vor Herwig Reubichler und Alexander Frühwirth. Bei den Damen, souveräne Staatsmeisterin Romana Slavinec, insgesamt zum 6. Mal ganz vorne die Steirerin. Sie startet für das Team Kolland Topsport ASICS Gall. Auf Platz 2 Maria Frey vom Veranstalterverein Xtrim Zeltweg und dritte Nathalie Alexander von Tri-Team Hallein, die wir ebenfalls hier ins Bild bekommen mit der Startnummer 73. Hier noch einmal die ersten drei. Romana Slavinec, Maria Frey und Nathalie Alexander. Das große Gejammere, das man an jeder Stelle hört, ist, dass es völlig unmöglich war, hier ordentlich Langlaufen zu trainieren. Kaum Möglichkeiten, irgendwo trainieren zu können. Wie ist es dir dabei ergangen? Hast du ein paar Kilometer wenigstens sammeln können im Vorfeld? Ja, du sagst ja schon ein paar Kilometer, also viel waren es nicht, aber es hat gereicht. Und ja, also mit dem Schnee sind wir nicht gesegnet heuer, aber es gibt Orte, wo es Schnee gibt und muss man halt den Schnee suchen. Wir haben Ende Jänner, Romana. Die Saison hat eigentlich jetzt für dich begonnen, aber ich denke mal, die Höhepunkte liegen dann auch im Sommer, oder? Ja, also ich mache den Triathlon als super Training jetzt im Winter und wenn man so erfolgreich ist, kann man den ja jedes Jahr mitnehmen, aber Hauptaugenmerk liegt schon im Sommer und da schauen wir, dass wir gut abschneiden wieder. Es war ein super spannendes Rennen. Ich glaube, die ersten vier Herren innerhalb von knapp einer Minute, das hat sich immer mehr zusammengeschoben. Hast du mitbekommen, dass es da relativ eng hinter dir zugeht? Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nach hinten gar nicht orientiert. Ich habe eigentlich immer nur von meinem Betreuer quasi die Zeiten nach vorne bekommen. Also ich habe eigentlich dann wirklich gestaunt im Ziel, dass der zweite recht knapp war. Mit den Stimmen der Sieger dürfen wir den schnellsten dreien, Gernot Grillmeier, Herwig Reubichler und Alexander Frühwirth sowie Romana Slavinec, Maria Frey und Nathalie Alexander noch einmal ganz herzlich gratulieren. Danke an das Team von Xtrim Zeltweg für die Organisation. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Produktion.